Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Scrabble Nerds Unlimited. Ich muss mal schauen, wie wir das letzte Mal geholfen haben. Denen hier noch nicht. Die hab ich ja. Ja, du warst ja der Reality-TV-Typ. Hilf uns, ein neues Spiel zu machen. Gib uns etwas anderes, das wir über das Netz werfen. Ja, es funktioniert! Das Kind sieht fröhlich aus. Denke ich. Ich weiß es nicht. Interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Ha! Juhu! Ich kann auch übers Netz springen. Woo! Woo! Schweinchen in der Mitte. Ich fange ihn. Ich fange ihn. Willst du noch was spielen? Nein. Was möchtest du von mir? Ich brauche etwas, um eine Sandburg zu bauen. Wie wär's mit einem Eimer? Mit einer Schaufel? Kübel. Viel Spaß. Ich hoffe, sie ist hübsch. Boah, ist die hässlich. Niedertrampeln, niedertrampeln, niedertrampeln. Bau nochmal. Das macht Spaß. Wie er sich Mühe gibt, nicht einfach instant drauf. Yay! Oh, ganz traurig. Yay! Okay, ich hoffe, das Kind zu ärgern. Tut mir leid. Ja, bitte? Ich kann das Festland nicht ohne etwas verlassen, das mir auf meinen Abenteuer Glück bringt. Glücksbringer? Kleiner Gegenstand. Viel Spaß! Ich komm mit! Ah ne, dann sterbe ich wieder! Dann sterbe ich wieder! Die bringen mich doch wieder um! Na ihr, was möchtet ihr so von mir? Wollt ihr ein Hai? Soll ich ein Hai hintun? Hilfe! Ich kann nicht schwimmen und der Rettungsschwimmer schläft! Ernsthaft? Du hast voll die Bauchmuskeln und kannst nicht schwimmen? Hier, viel Spaß! Jetzt ertrinkt erst recht! Möwe, kann ich auch noch was Gutes tun? Nein, aber ich kann auch nach unten! Ich bin im Tilderiff, aber nee, da wollen wir doch gar nicht hin. Nein, oh. Wir müssen doch den Strand fertig machen, es tut mir leid. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Scheiß schlafender Rettungsschwimmer. Wegen dir musste ich das Riff verlassen. Ja, bitte. Jemand Qualifiziertes sollte mit den Hängegleiter fliegen. Wie wär's mit einem Piloten? Der kann das bestimmt. Yay! Was wollt ihr? Gib mir was für einen entspannten Tag am Strand! Ein Buch. Du kannst ein Buch lesen. Oh. Ihr könnt auch mit einem Buch... Nein, gib mir... Oh, hier, nimm das. Jetzt ist er cool. Ja, bitte? Ich muss meinen Satelliten in die Umlaufbahn bekommen. Projektierraumschiff. Wo ist meine Rakete hin? Rakete! Rakete? Oh, ich wollte Rakete schreiben. Raumschiff. Wissenschaft wird gemacht. Level vollständig, jetzt kennen wir einen Swift. In Swift. Ich in Riff, in Swift. Aber erstmal möchte ich noch ein Abschiedsgeschenk hier lassen. Ein Moment. Ein Moment, warte. Stopp. Ich bin erstmal... Ach, ich bin schon unsterblich. Gut, gut. Lass den Hai hier sein. Und... Das ist das Abschiedsgeschenk für, für den Hai. Viel Spaß, Hai! Viel Spaß! Ha, der Hai hat Spaß. Ist das schön? Tilderiff. Erneut. Ja, bitte? Ich bin gefangen! Hilf mir aus diesem verlassenen Netz raus! Nee, nee, irgendwie, nee, irgendwie... Oh. Lass den los. Lass, ja. Verheddert. Er liebt mich. Ich werde auf ihn reiten. Und ich werde ihn hätscheln. Schweinswal, ich nenne dich Baluga. Ja. Hallo Baluga, was wartet ihr? Mein Licht ist so schwache Beute als Locken. Hilf mir, indem du Adjektiv auf mich anwendest. Strahlender. Ja, jetzt kann er kleine Fische töten. Ernsthaft, wie ist das jetzt passiert? Lass mich raten, du willst dein Auto wieder haben? Hilfe, meine Luft wird knapp. Kann ich einfach Luft geben? Lauf, Lot, bla bla bla. Sauerstoff. Viel Spaß. Das hat nicht viel gebracht. Adjektiv. Schreiben.
Unsterblicher. Meine eiserne Lunge. Es wäre richtig cool, so eine eiserne Lunge zu haben und einfach tauchen zu können, wie man will. Auge. Nein. Nicht das. Nein. Das Tier, das das Auge hat. Diese Muschel hat die perfekte Perle für meine Sammlung. Diese hier? Ich habe einen Schweinswal. Mir kann nichts passieren. Lass mich raten. Doch, ich kann es auch sammeln. Muschel hat die perfekte Perle für meine Sammlung. Welche denn? Ja, nimm sie dir doch. Hier. Soll ich ihm eine Perle geben? Bist du nun happy? Nee, bist du nicht. Kann ich das ja auch nicht lösen? Ha, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, Auge. Fick dich, Auge. Nein! Obwohl, den können wir mal hätscheln. Feiner Fisch. Oh, jetzt hör mit den Scheiß... Ach, diese Muschel! Die Mördermuschel! Diebische Elster! Verdächtige Qualle angreifen! Hui! Kann ich auch stehen? Stehen! Ha, kannst du mich mal... Guck mal, guck mal! Ich hab da was für dich! Ich hab da was... Nicht das Auge, verdammt! Einmal hätscheln, entfernen... Und jetzt geben... Die Preisperle. Kleine diebische Elster, du. Ach, hier unten ist noch was? Ja, bitte. Ein Teil unseres Zuhause wurde zerstört. Schaff etwas, damit das Schiff wieder, wächst. Schiffswrack. Das müsste eigentlich helfen. Ja, es hilft. Wuhu. Das Level ist vollständig. Das ging schnell. Ja, dann haben wir noch Zeit für ein nächstes Level. Wuhu. Willkommen in Alliterationsgrund. Oder so. Ich pack... Oh, ein Hai. Na du? Ich habe Zahnschmerzen. Gib mir etwas für meine Zähne. Wenn man ein Zahnarzt ist, geht es allen viel, viel besser. Da sind Zähne. Jetzt fress ihn. Hat's gemacht? Ja. Weißer, grandioser, wacher, großer, weißer Hai. Wow, das ist mein Name. Wie viele Zähne er verliert. Ernsthaft. Fisch. Barracuda. Ja, okay. Er hat nicht. Ich hab meinen Schweinswal. Delfine! Sie haben Hüte auf! Woo! 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 Delfin-Kalb. Delfin. Ja. Delfin. Also jetzt die Delfin-Mama, wie wär's mit einem Schleier? Gardine, Nonnenhaube, Vermummung, Gardine? Hier, dreh das auf! Brautschleier, Brautkleid. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaugrau bleibt... Ach, keine egal. Brautkleid, gibt's nicht. Kann ich irgendwie Delfin-Mutter oder so? Hinschreiben? Deine... Nein! So sieht meine Mutter nicht aus! Das ist nicht meine... Oh Gott. Aha, wenn Untote in der Nähe sind, wird alles Untot... Nein, 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 nein! Oh, ich habe alles getötet! Schon wieder! Oh, ist das eine Riesenschildkröte? Ein Otter. Ich dachte, es wäre ein Frettchen. Friedlicher. Kann ich jetzt auf ihn reiten? Ich brauche eine neue Mitfahrgelegenheit. Woo. Alter, bist du langsam. Nee, dann reite ich lieber auf den Vier. Sperrfisch. Kleiner Sperrfisch. Okay, er hat Angst vor mir. So, Delfin-Kalb. Geben wir hier nochmal einen Delfin. Ich habe mich jetzt total verzippt, Entschuldigung. Delfin, was könnte eine Mutter tragen? Eine Mutter hat...
eine Perücke auf dem Kopf. Eine richtige Mutter. Perücke. Zweitfrisur, Richterperücke, Haarteil. Hey, ich bin Klaus. Ich mach geile Sachen, die ein Klaus tut. Okay, nochmal. Viel besser! Ja! Das ist auch ein Haarteil für die Leute, die es interessiert. Ja, bitte, Taucher? Das Öl leckt! Er schafft etwas, um das Loch zu stopfen. Stöpsel. Da war es ja wieder mit den nicht ganz so großen Stöpsel. Ja, komm schon. Oh, warum lass dich nicht... Lass dich nehmen. Ernsthaft. Oh, es nervt manchmal, dass sich die Dinge nicht nehmen lassen. Ja, das hat gereicht. Es ist eine Springquelle. Ja. Du kannst jetzt als nächstes Bruder Bubbles spielen. Ich kann Bubbles sein. Aber ich will gerade nicht Bubbles sein. Ich habe gar keine Lust, Bubbles zu sein. Was ist das denn? Komm näher. Achso, ja. Okay. Hilft, die Nahrungskette. Hilft dem Wissenschaftler dabei, eine Nahrungskette zu erschaffen, die sie erforschen können. Start. Ich dachte, normalerweise erforschen sie was, aber nein, sie erfinden es erst, um es danach erforschen zu können. Viel logischer, ey. Ach, Mann, dieses Spiel. Es flasht mich. Hilft dem Wissenschaftler, eine Nahrungskette zu machen. Erzeuge zuerst eine Energiequelle für Leben. Sonne. Perfekt unter Wasser. Vulkan. Yay. Ein toter Wal. Auch sehr schön. Warum bist du tot? Erschaffe als nächstes eine Lebensform am unteren Ende der Nahrungskette, die diese Energie nutzt. Plankton. Crabs. Plankton. Crabs. Plankton. Toter Wal. Oh, armer toter Wal. Und jetzt, als nächstes, erschaffe nun einen Pflanzenfresser, der sich von den Wasserpflanzen ernährt. Einen Wal. Es gibt ja alle, die sich davon ernähren. Ernsthaft? Mhm, ja. Gewaltiger Fisch. Waren sie Blauwale sogar? Yay! Ja, waren sie. Jetzt habe ich eine Nahrungskette erschaffen. Erschaffe zum Schluss ein Raubtier am oberen Ende der Nahrungskette, das alles fressen kann. Weicher Hai. Ja, Weiherhai. Wer kennt ihn nicht? Den Weiherhai. Autsch, tut mir nicht weh. Ja, Fressenwissenschaftler. Woo, gib mir, gib mir, gib mir. Ba, 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 ba. Die Nahrungskette ist fertig. Da, ba, ba, ba. Diddle-diddle-diddle-diddle-di. Also ich würde sagen, das war's dann auch hiermit von Scrabble Nuts Unlimited. Heute mal wieder eine kürzere Folge. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.